Studierende, heute mal wieder aus dem wunderschönen JDC Moodcourt-Raum. Und heute habe ich mir was anderes überlegt. Es geht vor allem um die Grundlagenfächer. Grundlagenfächer, da haben wir an der FU ein buntes Potpourri an schönen Fächermöglichkeiten und Kombinationen. Und sie sind auch sehr wichtig für gerade auch das heutige Recht, vor allem auch das heutige Prozessrecht. Und in diesem Zusammenhang auch und vor allem die Rechtsgeschichte, die Antike und da einige Besonderheiten. Was gibt es da eigentlich für das heutige Moodcourt-Wesen und das heutige Prozessrecht zu wissen? Keine Angst, das erkläre jetzt nicht ich euch, sondern ein absoluter Experte in diesem Gebiet, wo ich auch sehr froh bin, dass sich Herr Professor Hans-Dieter Spengler heute die Zeit genommen hat. Tja, liebe Studierende, wir heute stellen uns, wenn es um Fragen des BGB geht, immer zunächst die Überlegung an, habe ich Recht? In der Antike war das ganz anders. Da ging es um die Frage, kann ich Recht bekommen? Und Sie sehen schon an dieser Akzentverschiebung, dass für die Antike, für Rom, die prozessuale Perspektive eine ganz entscheidende war. Niemals dachte man in materiellen Kategorien. Das ist erst im Jahre 1856 durch eine Schrift von Bernhard Windscheid eingeführt worden, die den schönen Titel trägt, die Aktion des römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts. Bernhard Windscheid hat unseren materiellen Anspruchsbegriff entwickelt. Aber die Römer dachten anders. Sie fragten, haben wir eine konkrete Klage, ist eine konkrete Klage vorgesehen? Diese Klagen fand man im Edikt des Prätors, des Jurisdiktionsmagistrats, also des für das Gerichtswesen zuständigen Beamten in Rom. Diese Klagen waren öffentlich auf dem Forum ausgestellt bei der Rednertribüne. Der römische Prozess war von seiner Struktur her zweigeteilt. Nach einer gewissen Vorbereitungsphase, in der der Kläger den Beklagten ankündigen musste, mit welcher Klage er vorgehen wollte, vielleicht auch schon die entsprechenden Beweismittel nennen, in einem ganz frühen Verfahrensstadium, also fing der Prozess dann an, indem man den Beklagten vor Gericht lud durch Injus Vocatio. Dort vor dem Prätor als Jurisdiktionsmagistrat wurde über die rechtliche Konturierung des Streits verhandelt. Der Kläger sagte, was er wollte, der Beklagte brachte seine Einwendungen vor und dann wurde ein Streitprogramm festgelegt und in einer Formel abgefasst. Und diese Formel befähigte und begrenzte die Befugnis des Richters, den wir uns nicht als Beamten und Richter wie heute vorstellen dürfen, es war ein Privatmann, dieser Mensch hatte den Streit zu entscheiden und musste sich an das halten, was im Zusammenwirken zwischen Prätor als Magistrat und Parteien festgelegt worden ist. Deswegen rekurrieren diese Formeln auch immer auf das Streitprogramm. Heute sehen wir das anders. Heute steht bei uns der materielle Anspruch im Vordergrund. Aber das ist eine Entwicklung, die, wie gesagt, noch keine 170 Jahre alt ist. Und deswegen gilt auch für Sie, überlegen Sie sich, wenn Sie Ihre Rechtsgutachten verfassen in Klausuren, kann man das eigentlich auch tatsächlich durchsetzen. Da wir nun einiges über die Ursprünge des Prozessrechts, also dem Kernthema von Moodcourts, gehört haben, ist nun auch mal Zeit, die Ursprünge der Moodcourts selbst ein wenig näher zu beleuchten. Wenn wir uns über die Geschichte dieser simulierten Gerichtsverhandlungen Gedanken machen, kommen gleich zwei Länder ins Spiel: Großbritannien und die USA. Auf der schönen Insel der Briten ist nämlich nicht nur Fußball und das Sandwich erfunden worden, sondern auch das Wörtchen Mood stammt von hier. Es leitet sich vom altenglischen Begriff Gemote ab, was im 12. Jahrhundert eine Art Versammlung war, auf der unter anderem Recht gesprochen,
und Diskussionen geführt wurden. Die heutige Bedeutung des Verbes mood im Kontext to mood something umfasst auch heute noch die Phrase etwas zur Diskussion stellen. Man merkt also bereits hier, dass dem Wörtchen mood schon vor geraumer Zeit eine rechtliche Note verliehen wurde. Aber nun genug mit sprachwissenschaftlichen Analysen, wenden wir uns den geschichtlichen Entwicklungen zu. Die große Erfolgsstory der Moot Courts begann im England des 14. Jahrhunderts, und zwar in den Räumlichkeiten der Inns of Court, die im Spätmittelalter als Ausbildungsstätte für angehende Rechtsanwälte gedient haben. Vor allem die angehenden Barrister, also jene, die Mandanten vor Gericht verteidigten, mussten sich vor ihren Kollegen und Professoren in inszenierten Verhandlungen beweisen. Der Startschuss simulierter Gerichtsverhandlungen war gefallen, und zwar genau hier. Auch in den darauffolgenden Jahrhunderten gab es für Moot Courts kein Halten mehr. Im 18. Jahrhundert wurde diese Lernmethode auch an amerikanischen Universitäten etabliert. Der Professor spielte den Judge und die Studierenden mussten für ihren Mitstreitern argumentativ und rhetorisch eine gute Figur machen. Als dann am Ende des 19. Jahrhunderts durch die Einführung der Case Method das Mooten an amerikanischen Universitäten überflüssig wurde, begannen Clubs, in denen die Seele der Moot Courts am Leben erhalten wurden, aus dem Boden zu sprießen. Die Studierenden waren auf den Geschmack gekommen, ihr Können in inszenierten rechtlichen Debatten zur Schau zu stellen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann wurde das Moot Court-Wesen auf ein internationales Level gehoben. Der im Jahre 1959 von Studierenden gegründete US-amerikanische Philip C. Jessop Moot Court, in dem völkerrechtliche Fälle bearbeitet werden, entwickelte sich derart rasant, dass bereits in den 1970er Jahren die ersten europäischen Universitäten im Rahmen internationaler Wettbewerbe daran teilhaben konnten. Was für eine Entwicklung. Und ja, so hat sich bis heute die Faszination rund um das Thema Moot Courts gehalten. Auch in Deutschland steigt die Beliebtheit rasant an. Aber jetzt mal ehrlich, wer hätte gedacht, dass die Ursprünge jener im Mittelalter zu finden sind?